Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. So, das hören wir mal auf. Dann packen wir das mal wieder zurück. So, ja, was ist letzte Nacht passiert? Ich habe mal das ausprobiert mit diesem Stahlbeton. Also wir hatten tatsächlich noch Stahlgerüste, hatten wir noch zu Hause. Damit habe ich das an unserer alten Basis mal ausprobiert und aufgewertet. Also man kann die Stahlgerüste aufstellen, dann kann man die noch mit Beton füllen. Und wenn man die mit Beton gefüllt hat, kann man die noch zusätzlich mit Stahl aufrüsten, wodurch die dann tatsächlich eine Wertigkeit von 7000 erreichen. Und genau das werde ich hier oben auch tun, indem ich hier die, die wir haben, repariert habe. Wie kommst du da hoch? Über die Seite. Bin ich hochgelaufen. Hallo! Hallo Heinrich! Hallo! Mhm. Ich sehe dich, ich bin über dir. Ja, mach das mal. Ich werde jetzt noch mal ins Eisgebiet fahren. Da waren wir ja auch noch so gut wie nie. Und vielleicht finde ich da noch mal Motoren, weil die wir gefunden haben, sind eindeutig zu wenig. Ja. So, der Nachteil, sag ich mal, bei diesen Stahlbetonblöcken ist, dass, ihr seht das schon vielleicht so ein bisschen bei mir, dass das erstmal feuchte Betonblöcke sind. Und bevor ich die mit Stahl dann weiter aufwerten kann, müssen die natürlich erst einmal aushärten. Na, ich wollte mal hochgucken, da oben. Weil ich habe vorhin nach oben gebuddelt. Dann dauert es auch noch, bis ich oben rauskomme, okay. Gut. Hoffentlich sterbe ich mal nicht. Das wäre echt mal was Neues. Das würde ich dir wünschen. Ich glaube, im Schneegebiet haben wir so noch eigentlich so gut wie nie Autos gelootet, oder? Selten, glaube ich. Ich wollte nämlich auch, wenn ins Schneegebiet fahren. Also erstmal musste ich... Rückspulen nochmal von vorne. Ich würde dann nämlich. Boah, ja. Ich würde dann nämlich auch Richtung. Ah, Schneegebiet wollen. Okay. Kannst ja nachkommen. Ja. Jetzt habe ich erstmal die Stahlbetonblöcke, die ich noch habe, verbaut. Boah. Ja, bis die trocken sind, das dauert ja auch noch. Ja. Dann muss ich mich jetzt hier erstmal ein bisschen ausräumen, weil ich natürlich rappeldicke voll bin. Ach ja, Stahl wollte ich dann einen Auftrag geben. Scheiße, da ist ein Wolf in der Tankstelle. Na gut, dann fahre ich weiter. Wo bist du, Tussi? Ist da oben irgendwo. Scheiße, ich sehe dich nicht. Aber wie ist das mit den Ölschiefer? Wäre nochmal interessant, weil wenn man... Scheiße, ja. Bist du verfolgt? Ich komme da oben nicht dran. Nee. Ich sehe die nicht. Dann hau einfach ab. Ah! Ja, man könnte das einfach ein bisschen länger machen. Ja, ich habe nur so viel Zeug, das will ich nicht alles mitschleppen. Weil ich voll beladen bin. Also, rappeldick voll beladen. Nee, gehst du kurz rein und wirfst alles los. Warte mal, mir fällt doch gerade ein, haben wir nicht irgendwo im Wüstengebiet letztes Mal eine riesige Stadt gesehen? Ja, stimmt. Da wollten wir auch irgendwann mal hin. Es war hier hinten irgendwo. Aber es ist natürlich eh richtig weit weg. Naja. So, ich habe jetzt einfach alles planlos rausgeworfen. Ja. Dann fahre ich jetzt nämlich auch einfach los. Also ich bin gerade bei der Kirche. Okay, also so wie das jetzt gerade da oben ist, ist das nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. Ich muss die da wegklopfen. Ja, die verschwindet doch, wenn du abhaust. Ja, die ist ja jetzt schon so reingekugelt. Haben.
So, hurra, eine Batterie gefunden. Hurra. So, wohin fahre ich denn mal? Heinrich ist dahin gefahren. Ach, dann fährt mal Mathilde da so lang. Die Autos sind ganz schön gierig. Ja? Wir hinterlassen keine Motoren, das kann doch nicht sein. Und? Ja. Ja, aber hier in dieser Schneestadt sind überall noch Fahrzeuge auf der Straße. Ja, das ist gut. Ja, ich fahr jetzt auch in Schneegebiet. Gerade noch einen Haufen Zombies hier auf dem Friedhof geweckt. Hallo. Dann fahre ich da mal woanders hin. Dem Eiszombie ist der Kopf geplatzt. Das ist immer gut. Das ist das erste Mal, dass ich jemanden im Kopf weggeschossen habe. Den Kopf? Ja. Ja, habe ich letzte Folge auch schon gemacht. Das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Ja, jetzt ist halt die Archery endlich aufgewertet genug dafür. Da ist noch ein ganz heiles Auto. Wow. Ja, wenn gibt's da, bei den ganz heilen gibt's natürlich am besten, ne? Patronen gefunden. Ja, die kann man immer gebrauchen. Ach, behaltet eure scheiß Batterien. Ich will Motoren. Zerlegt die Batterien, dann kriegen wir Blei. Wir haben genügend Batterien. Das glaube ich auch. Ach, die Katze ist auf 180. Die Katze ist auf 180, ja. Läuft von Raum zu Raum. Wie es Katzen halt mal immer wieder gerne mal tun. Das sind doch Scheißbatterien, Stufe 1 und 2. Das ist ein Witz. Braucht doch kein Mensch. Jo, ist zerlegt. Was haben wir hier? Sind da Autos drin? Oh, da ist was drin. Ja, habe ich mir gerade schon gedacht. Das passiert mir nicht nur einmal, ihr Scheißviecher. Noch wer da oben? Ja, Katze, was ist denn? Komm her, komm auf meinen Schuss. Oder auch nicht. Zerlegen, Schrotflinte, Stufe 2 können wir zerlegen, aber die Flintenmunition halt wir. Nein, kannst du das auf meinen Schoß, aber nicht auf meine Tastatur. Hehehe. Redest mit der Katze, ne? Ja. Naja, ne, was denn sonst? Ja, weißt du was ich? Ich habe jetzt hier auf dem Bildschirm geguckt. Und die Zuschauer sehen es doch auch nicht. Ja, deswegen habe ich gesagt, Katze, du darfst auf meinen Schoß, aber nicht auf meine Tastatur. Ach so, das Katze habe ich nicht. Katze habe ich nicht gehört.
kann ich auch nichts für. Frau Mathilde. Herr Heinrich. Katze. Auf den Schoß. Beruhig dich. Oh. Ups, daneben. Daneben. Gut. Jetzt wirst du halt eben geknüppelt. So war Eiszombie. Ein Amboss habe ich gefunden. Oh. Können wir den, glaube ich, noch für die neue Schmiede gebrauchen, ne? Nö, da haben wir schon längst einen Amboss drin. Ach so, na dann. Kann ich den ja zerlegen. Ja. Juhu, ein Motor! Das ist super. Ich bin hier so ein bisschen beschissen. Oh. Nehme hier Autos auseinander, nicht einen verfickten Motor. Ja, ich habe jetzt auch gerade schon 5 oder 6 Autos auseinandergenommen und ich habe einen Motor gekriegt. Ah, eine Spinne. Kill it with fire. Nur ich fahre einfach. Oder so. Oh, Klebeband. Klebeband ist auch gut. Ja, Klebeband kann man immer gebrauchen. Ich suche mir gerade noch eine andere Stelle, wo Autos sind. Ach, die Straße, an die Straße kann ich mich erinnern, die sind wir ein paar Mal gestorben. Ja. Mhm. Ah, hier ist auch ein Gefängnis. Okay. Aber keine Autos. Toll. Sollen dann die ganzen Gefängniswärter zur Arbeit kommen? Ja, so ein, zwei sind doch auf der Straße. Entschuldigung. Hier ist auch noch einer. Ein Bus. Ja, oh, das noch ein Auto. Dauern also zu lange, um die auseinanderzunehmen. Juhu, Motor! Hurra! Ich glaube, die Motoren findet man bestimmt nur in die Autos, die fast heile sind, oder? Ja, ja, also diese, die nur noch gerippe sind, findest du die nicht. Die müssen noch sozusagen dieses Farbzeug dran haben. Ja, Farbzeug, ja klar. Aber es gibt ja noch Unterschiede. Einmal die, die komplett heile sind, sage ich mal. Und einmal die, die schon so ein bisschen, ja. Also du kriegst den Motor immer auf der Stufe zwischen komplett heile und fast im Arsch. Hm. Ich hab einen Motor! Juhu! Braucht ja mal Zeit, ey. Ich frage mich, ob diese Autos, die so super. Welche Autos? Diese Autos, die hier so aufeinander gestapelt sind. Achso, beim Schrottplatz oder was das ist. Ja, ja. Aber nur... Nicht alle. Nicht alle. Sind so ausgewählte. Hier ist eine Fabrik. Das
glaube ich, kein Gefängnis. Wow, oh, doch, wow, oder nee, wow, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Und tschüss. Da sind mir zu viele fiese Zombies drin. Ah, das war. Hund und Lauf und... Nee. Nee, 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 nee. Da macht Mathilde einen Abflug. Da hat Mathilde keine Lust drauf. Juhu, ich habe noch einen Motor. Super. Drei Motoren habe ich jetzt schon gefunden. Oh, fantastisch. Das reicht für oben locker, glaube ich. Und gestern habe ich zwei Motoren gefunden. Oh, und da ist ein Reh. Das sollte reichen, wenn wir oben und unten noch was haben. Trotzdem, ich mache heute auf jeden Fall noch weiter. Ja, ja, wenn wir schon dabei sind. Eben. Ich weiß bloß gar nicht, wo wir einen zweiten Generator aufbauen sollen. Das gucken wir dann. So. Was ganz selten ist, ich habe mal wieder ein Tier erlegt. Na toll, jetzt habe ich das. Ah, ich habe schon ein paar laufen lassen. Ja, das lief da gerade so lang. Also, weiß ich, war gerade abgestiegen. Und hatte gerade das Auto auseinandergenommen und dann latschte das so lang. Dachte ich mir, okay. Alex ist an. Wenn es schon so auf dem Weg ist. Ja. Wenn es schon erschossen werden will, ne? Ja. Dann tut man den und gefallen auch. Meine Rede. Oh, da ist ein Parkplatz. Das ist hier überhaupt nicht. Ach, ein dicker Leuchtet-Zombie. Entschuldigung, bin drüber gefahren. Joe's hat nur kaputte Fahrzeuge. Ah, Benzin. Hm. Ist noch hinter mir? Nee. Oh, Kackvogel, Alter! Greift er mich gezielt an? So ein Vogel. Ja, komm her! Flieg! Wie war das früher bei dir immer? Flieg und Sieg! Das hast immer nur du gesagt, obwohl du nie Sailor Moon geguckt hast. Das reicht, ist das Einzige, was er davon weiß. Flieg und Sieg! Benzinfässer. Also wenn, dann müsstest du schon wenigstens Mondstein fliegen und fliegen. Toll, da sind keine Autos drin. Hm. Ja gut, ich bin ja weg. Ich bin ja weg. Ihr habt ja recht, ich bin ja weg. Hier gibt's nur Kackautos. So. Tschüss. Was habe ich? Nichts. Gut, gut. Schade.
Nein. Ich doch nicht. Si, si, claro. Nee, 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 nee. Ich suche nur Autos. Den kann man noch auseinandernehmen hier. Scheiße, mein Werkzeug ist fast kaputt. Ja, meins auch. Ich habe allerdings noch einen Schraubendreher gefunden. Habe ich auch auf jeden Fall ganz gut ein bisschen was. Ja, ich auch Pistolenmunition oder Gewehrmunition habe ich auch ganz gut in den Fahrzeugen gefunden. Ja, ich glaube, ich muss dann nicht mehr auf Autojagd gehen, wenn mir das passende Werkzeug dazu fehlt. Ja, ja. Gucken wir uns doch hier mal ein, zwei Häuserchen an. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, ich habe ja noch einen 1er-Schraubenschlüssel gefunden. Den werde ich dann auch noch verbraten. Ups, halt, stopp, ist das ein vernünftiges Auto? Das ist ein vernünftiges Auto. Kein Problem damit, vielleicht noch ein Motorchen zu finden. Ah, scheiße, da stand Patronenkiste drauf und ich habe die zerhackt. Entschuldigung. Gesundheit. Ich habe gehustet. Trotzdem danke. Oh, hier ist eine Tankstelle. Hallo. Hallo Zombie. Was ist denn Mäuschen? Also, wenn ich vom Mäuschen rede, rede ich natürlich mit unserer Katze. Bist du denn? Plüsch? Ach, da. Ja? Ja, ja. Oh, juhu, ich hab noch einen Motor. Ey, mit Schleichschaden mache ich gerade, zerschieße ich die Köpfe. Cool. Dreimal hintereinander. Wow. Ja, kleine Katze, komm auf mein Schoß. Ups. Okay, beim Fußballspieler läuft das wohl nicht so gut. So, ich geh jetzt weg. Ich bin weg. Ja, sicher. Oh, ich bin weg. Tschüss. Komm, Bicycle. Jetzt habe ich hier Alarm gemacht. Das sind zu viele, die rennen und leuchten. Ja. Das brauche ich nicht. Ja. Bro. Oh, hier ist ein Militärcamp. Markiere ich uns vielleicht mal, ne? Ja. Ach, normaler Bauarbeiter.
die zwei Autos nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Oh, ein bisschen Blut gefunden. Blutkonserven. Blut ist gut. Also heute war auf jeden Fall ergiebiger als gestern. Oh, Alter, wie geil. Ich habe gerade noch einen Motor gefunden. Coole Sache. 5 Motoren habe ich heute gefunden. Das nenne ich einen ergiebigen Tag. Das stimmt. Also damit sollten wir motorenmäßig ganz gut ausgerüstet sein, dass wir ordentlich Blade Traps und hier Zitterzaun machen können. Hm. Okay, Footballer, nicht schießen, sondern gleich draufhauen. Gleich drauf was? Gleich draufschlagen. Ah. Gleich okay. Ein Powerschlag, dann okay. Liegt er, dann nochmal draufhauen. Und dann ist das auch tot. Okay. Sollte mir dann noch ein passiges Auto über den Weg laufen, wird das doch auseinander. Ist da noch ein Händler? Gucken wir mal, ob du ein Händler bist. Was bist du denn für eine geile? Ja, da hier ist noch ein Händler. Ich hab noch einen Händler gefunden. Das ist cool, merk ihn dir. Ja, ich packe ihn gleich auf die Karte. Everything is for sale. Was hast du denn so Schönes? Brunnen. Ach so, of most decorated value. Das brauchen wir. Hey! Was ist denn für einer? 1, 2... Einmal auch Idiot. Alter! Springt er über den anderen Zombie und haut mich? Das ist ja ein harter Kerl. So eine doofe... Spinner oder was? Nee, ein ganz normaler. Boah. Ist einfach über seinen Kumpel gesprungen und hat dabei geschlagen und mich voll getroffen. So ein doof Mann. Ja, das finde ich aber auch. Kann ich noch mal anhalten. In der Badewanne hatte ich gerade Kleber gefunden. In so Blut. Ölschiefer. Ach. Oh, 19 Stahlgerüste. Oh, das ist gut. Ich habe übrigens gerade noch einen Motor gefunden. Ja, fantastisch. Kann man sich doch gar nicht beschweren. Theoretisch. Das sieht doch eine Falle aus. Oh, ist eine Falle. Woohoo. Nemesis lege ich mich nicht mit an. Da habe ich keinen Bock drauf. Fick dich, fick dich, fick dich. Da habe ich keinen Bock drauf. Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Was ist, wenn uns Kinder zu... Ja, dann haben die Pech, die Kinder, Mann. Ich muss hier raus. Da ist die Küche. Ah, fuck, wo war der? Ah, hier. So.
Kinder, wenn ihr das gehört habt, dann wascht euch mal die Ohren. Ah, da kommt sogar raus! Der ist doch schneller als ich! Na ne, ich nehme jetzt keine Autos mehr auseinander. Ich habe jetzt 6 Motoren, das reicht erstmal. Ja, ich habe jetzt auch genug Action. Aua. Ich fahre nach Hause. Ja, ich auch. So ein Nemesis ist mir einfach zu viel. Ja. Außerdem will ich noch ein bisschen den Stahlbeton, den ich habe, aufwerten. Es wird schon knapp genug von der Zeit. Ja, ich fahre aber in unserer neuen Basis. Ja, ja, da fahre ich jetzt auch. Und da esse ich dann leckeres Hobo-Stew. Also nach der nächsten blutroten Nacht, meine ich, können wir ja mal die neue Stadt da erkunden, im Wüstengebiet. Hm. Bei dem Schnee haben wir schon so ein paar Gebäude angeguckt. Autos haben wir da jetzt auch gut weggelootet. Ja, ich auch. Ja, können wir gerne machen. Also morgen ist auf jeden Fall noch Verteidigung. Ja, morgen nicht, morgen nicht. Morgen Verteidigung, genau. Morgen ist Verteidigung, Tag 69 und Tag 70 bin ich mal gespannt, wie das wird. Die 10. blutrote Nacht steht an. Ja, ein paar Blade Rips haben wir noch. Die müssen nur verbaut werden. Sehr gut. Ich werde noch Stahlbeton aufrüsten. Ich bin gespannt, wann diese Brücken wirklich mal kaputt sind. So wie wir da immer drüber heizen. Ja. Wir sehen schon etwas ramponiert aus. Dieser Scheißwolf steht da immer noch. Ich wollte eigentlich mal ins Benzin, aber... Naja. Dann nicht mal heute. Für die Motorräder und so brauchst du auch immer einen Motor, ne? Natürlich. Vielleicht sollten wir einen für den Helikopter schon mal beiseite legen. Du, pass auf, wenn wir für den Helikopter einen Motor brauchen, dann, dann nehmen wir einfach ohne raus. Probleme aus dem Generator ja. rausnehmen. Das sollte ja nicht das Problem sein. Na, aus dem Generator kannst du ja raus und rein. So. So, schnell erstmal ein bisschen was ablegen. Dann kümmere ich mich um die Dinger da oben. Zack, zack. 6 Motoren. Oh yeah, ich bin so geil. Also geil im Sinne von, dass ich toll bin. Ja, du bist toll. Hast du gut gemacht. So, dann haben wir jetzt nämlich hier schon mal 8 Motoren. Da ist auch noch einer. 9 Motoren. So, ich nehme mir Stahl mit. Dann nehme ich mir mehr Stahl mit. Betonmischung. Ach, scheiße, hier sind keine. Hier ist nur ein Stahlgerüst. Ah, da nehme ich erst nochmal feuchte Betonblöcke, glaube ich. Und ein Hubustu, weiß ich. Oh, man rutscht ja hier runter. Upsi, dupsi. Ach, du bist schon bei uns oben? Ja, ich wollte mal kurz gucken, was du hier gemacht hast. Ah, super, dann kannst du mir gleich die Stahlbeton-Dinger geben. Hm. Ah, hier haben sie ja richtig viel weggehauen. Ja, ja. Was sind sie, Arschlöcher? Entschuldigung, Kids. Ich meinte böse, böse Zombies. Böse, böse. Ja, warte einen kleinen Augenblick. Soll ich zu dir kommen? Nee, ich komm zu dir. So, dann gib mal her. Ja, ich schmeiß das mal hier, nicht, dass sie in den Gitter runterfallen. Genau. Ach, die kannst du damit noch verbessern, oder was? Ja, mit Stahl. Boah, Hammer. Aber dafür müssen die halt erstmal trocken sein. Mhm. Gut, dann gehe ich erstmal runter.
Ja, Joe, schön für dich. Du hörst Joe immer nur einmal piepen, ne? Hm. Das gerade hast du also nicht gehört. Doch, gerade habe ich ihn gehört. Okay. Ja, ich würde hier auch noch so eine Bunkertür einbauen wollen. Hm. Aber dafür brauche ich geschmiedetes Eisen. Ah, fuck, meine Sachen sind im Auto. Trader Joe's is now closed. Hm. Dann brauchen wir einen Generator. So, weiter kann ich jetzt leider nicht bauen. Generatorbank. Jetzt muss ich erst warten, bis das ausgehärtet ist. Hm. So, wie viel Lace haben wir noch? Wird nicht hier irgendwo hin liegen. 5 Stück. Dann machen wir auch nochmal 5. So, ich guck mal. Stahlgerüst. Stahlgerüst. Da kann man was machen. Mache ich da noch mal ein paar. Wolltest du oben auch so einen elektrischen Zaun haben? Ja, ich will da alles haben. Stacheldraht dann später auch. Ich will da alles haben. Aber ich habe hier keine Stangen mehr, glaube ich. Also hier zumindest nicht. Ah, da habe ich noch welche. Und da ist auch noch ein Relais. Super. 18 sollten reichen. Erstmal. Perfekt. Ja, dann muss ich mich ein bisschen reorganisieren. Und ich würde einfach sagen, wir beenden. Sehen uns beim nächsten Mal. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also abonnieren, liken, kommentieren, nicht vergessen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.